Künftige Neuunternehmer im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen haben jetzt in Freiburg die Möglichkeit, sich bei Fachleuten genauestens zu informieren. Denn die Katholische Fachhochschule in Freiburg hat zu diesem Zweck eine Existenzgründertagung ins Leben gerufen, auf der es heute und morgen qualifizierte Hinweise geben soll. Matthias Schlott stellt Ihnen einige solcher Jungunternehmer vor, die den Schritt auf den schwierigen Gesundheitsmarkt gewagt haben. Andere Physiotherapeuten schließen, wir machen trotzdem auf. So selbstbewusst wagten zwei Jungunternehmer den Schritt ins neue Freiburger Rieselfeld. Seit 3 Monaten bieten sie hier flexible Öffnungszeiten von 7 bis 21:30 Uhr, helle Räume, Gesundheitschecks, Massage oder Lauftherapie. Wir haben gemerkt, irgendwann, wir schreiben die Trainingspläne fürs Fitnessstudio, das können wir auch selbst. So haben wir eine Praxis aufgezogen, in der wir beides können, Akutversorgung und Training danach.